Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch zwei Frisuren, die ich zurzeit sehr gerne trage, also wirklich sehr, sehr gerne. Und zwar ist es ein Dutt und ein Halbdutt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall trage ich die einfach jetzt mit dem schönen Wetter und dem Frühling. Macht es mich eigentlich relativ glücklich und ich würde sagen, starten wir gleich mal ins Video. Als allererstes tue ich natürlich meine Haare durchkämmen und in einem Pferdeschwanz machen. Das ist so ein Dutt, den ich eigentlich ganz schön finde, den auch viele Leute tragen und ich ihn auch super perfekt für den Alltag und für die Arbeit und Schule und alles geeignet finde. Und nachdem ich einen sehr strengen Pferdeschwanz gemacht habe und meine Haare perfekt gekämmt habe, habe ich dann diesen Haar-Donut von H&M genommen. Den habe ich damals in Blond gekauft, da ich damals noch blondhaarig war. Und habe den dann einfach über den Zopf drüber und habe die Haare darüber einfach verteilt, dass alles gleichmäßig abgedeckt ist. Und habe dann meinen Haargummi einfach drüber getan, dass es schön abgedeckt ist. Und dann die restlichen Haare habe ich einfach drumherum gewickelt und dann mit einer Klammer, also beziehungsweise Bobbypin, festgesteckt an meinem Haarduft. Und das war es dann auch schon mit der Frisur. Und ich finde die echt ziemlich klassisch und mit der kann man nie falsch sein im Frühling, wenn es warm ist. Und ich habe dann ein bisschen Haarspray kann man noch drauf tun, damit die ganzen Babyhaare weg sind. Und dann habe ich ihn mir noch ein bisschen locker gemacht und die Seiten rausgezogen. Jetzt kommen wir auch schon zur zweiten Frisur. Da kämme ich mir wieder meine Haare durch. Und mache dann, teile sie in zwei Partien auf, den oberen Teil und die unteren Haare, also die Deckhaare, habe ich dann genauer aufgeteilt und ja, dann habe ich mit dem oberen Teil einfach so einen Dutt gebunden und der untere Teil hing dann einfach ganz normal runter und das war es auch schon mit der Frisur, ich weiß nicht, wie man die nennt, aber ich kenne die Frisur nur unter Blogger-Dutt. Und ja, ich finde die Frisur auch sehr schön. Da könnt ihr natürlich auch noch Haarspray benutzen. So, ihr Lieben, das war meine zwei Haarfrisuren. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Wer gibt dem Video einen Daumen hoch. Und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Sonntag und einen schönen Sonntagabend. Und ich hoffe, ihr habt einen schönen Start in die neue Woche. Wir sehen uns dann am Mittwoch zu einem neuen Video. I can't stop.